Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Adrenalin und Angstschweiß im Emsland. Die wollen endlich diesen verdattelten Saisonstart vergessen machen. Heute kommen die Offensivstarken alle nach Meppen. Ja, ich stelle mir vor, wie es immer wäre, wenn wir heute hier gewinnen würden. Jérôme Gies, Keeper der Meppener. Rein ins Spiel, dritte Minute. Und wir starten mit dem torgefährlichsten Aalnern. Matthias Morris, zweimal hat er bislang getroffen. Und das hier wäre fast das dritte Saisontor gewesen. Meppen versteckt sich nicht. Geht direkt munter nach vorne. Zehnte Minute, erste gefährliche Aktion bei den Meppenern. Und jetzt wird's kompliziert. Offenbar nicht für den Schiedsrichter, der sagt Elfmeter. Diskussion bei den Aalenern und das ist nicht unbegründet. Wir gucken noch mal auf den Zweikampf. Kleinsorge gegen Funk. Ja, leichter Kontakt ist da, aber ist das strafstoßwürdig? Auch in der zweiten Einstellung ganz schwer aufzulösen. Ich würde sagen, den musst du nicht unbedingt geben. Egal, es ist ein Geschenk. Es wäre der Brustlöser für den SV Meppen. Luka Tankulic, Pfosten! Liegen gelassen, die große Gelegenheit. Und richtig Stress bei Christian Neidhardt. Mein Gott, dieses Ding musst du doch eigentlich machen. Allen riecht, dass sich Meppen ärgert. Schnellbacher, Riesengelegenheit zur Führung. Perfekte Reflexe bei Gies im Tor, der Meppener. Giannikis will schnell nach vorne spielen. Tempo, Action haben. Davon bislang noch nicht so viel gesehen. Jetzt vielleicht mal über eine Standardsituation. Wieder Schnellbacher. Wir sind schon in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Gute Gelegenheit per Kopf. Dann ist Halbzeit. Sie wurden schon auf Abstiegskampf eingeschworen. Die Fans des SV Meppen nehmen sie ja an. Völlig egal. Hauptsache dritte Liga. Rein in Durchgang 2. Meppen hatte sich viel vorgenommen. Und Aalen hatte so ein bisschen Probleme, die Bälle zu klären. Armin. Erste Gelegenheit in Durchgang 2. Wer wird hier heute dieses Duell entscheiden? Neidhardt. Inzwischen ganz, ganz viele Angstschweiß auch auf der Stirn. Aber trotzdem, seine Mann probieren es. Wir sind schon in der Schlussphase. Das ist der Kapitän Martin Wagner. Alles schön rausgespielt. Und dann ist es die letzte Aktion. Oder vielleicht auch so ein bisschen der Mut fehlt beim SV Meppen. 8 Minuten noch zu spielen. Wieder kann Aalen den Ball nicht vernünftig klären. Und jetzt kommt Thilo Leugas, 1-0. Bierbecher fliegen, Synapsen knallen, Erlösung beim SV Meppen. Zum Elfmeter ist er nicht angetreten, weil er verschossen hat letzte Woche. Aber das ist kein Spieler, den der Mut verlassen hat. Der hat Eier in der Hose. Das ist großartig, der übernimmt die Verantwortung. Noch ist aber nicht Schluss. Aalen kommt noch einmal gefährlich vors Tor. Das 1-0 wackelt. Zittern in der Schlussphase. Und dann ist es geschafft. Meppen gewinnt. Wir müssen in der ersten Halbzeit, glaube ich, 3 Tore sicher machen. Haben wir nicht gemacht heute. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, dass wir jetzt wieder 8 Stunden nach Hause fahren und haben nichts mitgenommen. Gerade nach dem verschossenen Elfmeter hat man doch schon die Angst gespürt. Und die Jungs haben sich da extrem schwer getan. Und da hatte Aalen 2 Riesenmöglichkeiten, wo Jérôme Gies 2-mal sehr gut hält. Und in der Halbzeitpause haben wir dann gesagt, Männer, wir müssen unser Herz in die Hand nehmen. Wir haben jetzt nur eine Chance, wenn wir uns in diesem Spiel wieder total zurückkämpfen. Und das haben wir getan. Und ich glaube, dass auch die Spielanteile in der zweiten Halbzeit bei uns waren. Und freue mich natürlich jetzt, dass wir uns auch mal belohnt haben und dass wir mit 3 Punkten nach Hause gehen können. Man hat es beiden Mannschaften, glaube ich, dann auch angemerkt, dass diese Woche schon sehr anstrengend war. Ganz tief durchatmen. Wie letzte Saison. Erster Sieg erst am 4. Spieltag. Jetzt geht's unter der Woche weiter im Niedersachsen-Pokal. Schönes Derby in Oldenburg. Ja, und Aalens Tempo-Fußball, der muss immer so ein bisschen aufgebockt werden. Sind noch ein paar Kinderkrankheiten im System.